Nee, Natururin schon wieder dran. Ich werde heute mit einem Kollegen unter der Brücke schlafen. mit Gepäck und Zelt und Isomatten und Campingkocher und Glühwein und Bier und so eine Sachen. Also werde ich jetzt meine ganzen Sachen hier runter tragen. Meinen Wagen habe ich schon runtergetragen. Dann das auf dem Wagen dran montieren. Und dann werde ich meinen Kollegen bei der nächsten Haltestelle abholen. Und dann werden wir erstmal Bier und Glühwein kaufen gehen. Beim nächsten E-Center oder wie das heißt. Und dann werden wir zu dieser Brücke hinlaufen und dann dort einen Abend machen. Genauso machen wir das jetzt. Und deswegen jetzt zur Brücke hinlaufen, Start kommt. Hier, ich habe den Kollegen gefunden, also ihn hier. Ja. Und guck mal, also ich habe ihn von der Haltestelle abgeholt. Und wir haben hier diesen verschmierten E-Center gefunden. Jetzt können wir da Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen und Glühwein und sowas. Hier, und so sieht gerade meine Tasche aus. Hier mein Billigpilgerwagen, den ich hier mit diesen beiden, hier, wie heißt das doch mal, die ich bei der letzten Fanpost öffnen Video geöffnet habe. Diese Isomatten, Schaumstoff-Isomatten. Ja, ich bin dabei. Und hier, ich bin noch am Rumexperimentieren wegen der Halterung dieser Isomatten. Vielleicht hole ich kurz was spontan bei E-Center, was das besser befestigt. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht noch so ein Seil, so ein Band oder sowas. Muss ich mal gucken. Und ach ja, eben gerade, direkt beim Losgehen ist dieses hier abgerissen. Hier sieht man die Naht, ich habe es gerade zusammengenäht. Ich war zu faul gewesen, euch das zu zeigen, deswegen zeige ich euch das jetzt. Ich habe eingekauft, hier Bier und Glühwein. Und hier so eine Fischdose, was ich damit mache, das zeige ich euch irgendwann mal. Und hier, Edeka hatte sowas nicht gehabt oder so. Oder beziehungsweise so eine Methode, damit ich das besser befestigen kann. Deswegen muss ich mir nach einer Alternativlösung schauen. Vielleicht tape ich das zu oder so. Mit meinem dreckigen hier Universalband oder wie das heißt. Aber gleich erstmal Bier trinken. So, ich habe jetzt provisorisch hier diesen hier Universalband oder wie das heißt, über den Rucksack über diesen Billigpilgerwagen gezogen, um das hier besser festzuhalten, damit er nicht verloren geht oder so. Und darauf erstmal gleich ein Bier trinken. Prost. Prost. Jetzt Spaziergang, Start kommt. Wir laufen hier durch so ein blaues Licht vorbei. Und wisst ihr noch, was blaues Licht macht? Es leuchtet blau. Geprost. Bierpower. Hier, wir sind gleich unter der Brücke angekommen. Da, wo wir später schlafen werden. Da sind wir gleich angekommen. Also, das dauert nicht mehr lange. Guck mal da ganz hinten. Naja, ich keine Ahnung, ob ihr es seht, aber Hauptsache ich sehe das. Oder wir sehen das. Da ganz hinten, da ist diese Autobahnbrücke. Und unter dieser Autobahnbrücke werden wir heute schlafen. Also kommen wir gleich da an. Das wollte ich euch mitgeteilt haben. Dass das nicht mehr lange dauert, bis wir da angekommen sind. Und hier, weil langsam Dunkle kommt, habe ich hier meine dreckige Kopflampe, die ich über meinen Wasserkopf rüber drauf gemacht habe, aufgesetzt. Extra, damit ich euch anleuchten kann. Und damit ich uns auch diesen Weg hier anleuchten kann. Deswegen habe ich diese Kopflampe über meinen Wasserkopf drüber gesetzt. Über meinen Wassermelonenkopf. Ich dachte, das war Frost, weil das so weiß aussah von meinem Blickwinkel aus. Aber das ist nur ein richtig feuchter Grasen. hier, guck mal. Wir haben diese Autobahnbrücke oder wie sich die nennt, gefunden. Und weil wir diese Autobahnbrücke gefunden haben, werden wir jetzt hier diesen Weg hier einschlagen, darunter gelaufen. Und wenn wir dann da drunter sind,
Dann sind wir unter der Brücke und da können wir irgendwo hier diesen Zelt oder wie das heißt, hier den Schlafplatz verwirklichen und unten Glühwein irgendwann trinken. Genau das machen wir jetzt. Hier, wir sind unter der Brücke angekommen. Also da, wo unter der Brücke ist, da sind wir angekommen. Und darauf, dass wir jetzt unter der Brücke sind und hier übernachten werden, werde ich jetzt darauf mein Wurfzelt mit ganz viel Mühen aufbauen. So, ich werde jetzt mal eine Wurfzelt-Innerein reinschmeißen. Ich habe meine Wurfzeltinnereien hier reingeschoben. So, meine Wurfzeltinnereien sind eingerichtet und optimiert. Jetzt könnte ich mich da direkt schlafen legen, aber es ist fertig. Aber ich habe schon mal hier ein paar Kerzen, hier Grableuchten für uns angemacht. Und ich werde hier bei seinem Wurfzelt aufbauen helfen. Hier, ich habe sein Zelt gemacht und sein Zelt ist so groß und mein Zelt ist so groß. Ich möchte euch zeigen, wie wir es jetzt gerade unter der Brücke eingerichtet haben. Und zwar, das sieht so aus von hier aus. Und zwar, man sieht, dass ich hier meinen dreckigen Wagen habe und hier habe ich meine dreckige Kopflampe, der ist hier so ein bisschen beleuchtet. Und dann habe ich hier noch meinen Stuhl, damit ich mich hier hinsetzen kann. Und hier meine Grableuchten, 1, 2, 3, 4, naja, plus zwei Stück in meinem Zelt drin. Weil ich mag das ganz gerne, mit zwei Stück im Zelt einzuschlafen. Und hier ist von ihm hier sein Reich. Und Ravioli werden wir auch noch machen. Da freue ich mich drauf. Wir machen hier Ravioli oder wie das heißt. Spirituskocher. Und deswegen werde ich jetzt hier dieses hochprozentige Alkohol hier reingießen. Also Spiritus heißt das. Das mache ich jetzt. Und jetzt anzünden. Es ist an. Es brennt. Das heißt, weil das brennt, das sieht man noch nicht, aber das brennt gleich immer mehr. Also zumindest sehe ich das, dass es brennt. Hier diesen dreckigen Topf hier drauf machen. Und jetzt, nee, noch nicht mit dem Topf drauf machen, sondern erstmal das hier aufmachen und dann in den Topf rein. Das mache ich jetzt mit diesem dreckigen Scheißmesser. Weil das hier hat kein Öffnungsstück, so wie das heißt. Deswegen muss man das mit dem Messer aufmachen. So, und jetzt hier drauf machen und diese Scheiße hier, die wir jetzt fressen werden gleich, hier reinkippen. Weil wenn man das in einer Dose macht, also direkt, also wenn man die Dose hier unter der Flamme stellt, dann kommen Giftstoffe hier durch die Dose in die Raviolis rein. Und das schmeckt scheiße. Das schmeckt dann so nach Plastik oder so. Und das mag ich nicht, deswegen. Deswegen macht man das so. Und jetzt warten, bis irgendwann Blasen zugekommen. Blasen zugekommen. Und weil langsam Blasen zugekommen, ist Fressen fertig. Und das fühlt sich warm an. Ich habe einmal gekostet vorhin.
mit einem so einem Ding. Und deswegen denke ich, ich fressen fertig. Und deswegen machen wir diesen fressen, teilen wir das jetzt auf. So, geöffnet und jetzt hier reinschmeißen. Diese ganzen Raviolis. Für Portion Nummer 2, also für mich. Der frisst schon. Yeah. Und ich muss noch Ware machen. Ich habe auch noch nicht so einen großen Hunger, aber. Boah, doch, kann man machen. Da werde ich jetzt für mich nachträglich hier auch reinmachen. Drauf machen. Und dann bis gleich warm kommt. So, hier, diese Ravioli sind fertig. Jetzt mache ich die auch hier rein. Und dann fressen und dann mache ich das hier sauber und dann kommt da irgendwann Glühwein rein. Das fressen wir jetzt. Damit dann gleich hier brät und sowas, ja kocht, also kurz davor wird, warm wird. Ja. Damit wir dann gleich Glühwein trinken. Hier, wie heißt das nochmal? Das ist hier Nürnberger Christkindles Glühwein. So heißt das. Von Sterntaler oder wie das heißt. Damit trinken wir gleich Glühwein. Weil hier langsam Dampf kommt und langsam Bewegung kommt, ist hier langsam Glühwein fertig. Geprost! Boah, scheiße, mein Licht ist alle. Deswegen kann ich. Könnt ihr mich nicht sehen? Das ist scheiße. Der Akku ist alle vom Licht. Deswegen gute Nacht bis morgen. Ohne Licht. Guten Morgen, wir sind langsam auferstanden. Und hier, ihm hier geht's nicht so gut. Deswegen packen wir langsam zusammen. Hier meine ganzen Zelte rein habe ich auch schon ausgepackt von meinem Zelt. Und dann treten wir so langsam den Heimweg an. So, erstmal Wurfzelt zusammenbauen. Ich habe mein Wurfzelt zusammengebaut. Hier, ich bin auf dem Weg nach Hause und hier, ich habe diesen Müllsack voll gemacht mit den ganzen Flaschen und Müll und sowas von gestern. Mit zwei Ravioli-Dosen sind da auch drin. Und hier, ich bin ich bin auf der Suche nach einem Mülleimer oder so, damit ich das wegschmeißen kann. Aber hier, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause, alleine. Das liegt daran, weil Kumple nicht mitgekommen ist. Kumple ging's nicht gut. Und wisst ihr, warum Kumple nicht mitgegangen ist? Weil etwas passiert ist. Und zwar hier. Ich hatte Kumple gefragt, ob ich das in den Vlog mit einbauen kann. Aber er hat das verneint. Und deswegen werde ich darüber auch nicht offen sprechen. Guck mal. Ich laufe schon wieder an diesen Dingern hier dran vorbei. Die haben gestern Abend blau geleuchtet. Nee, ich bin schon wieder zu Hause. Und ich bin etwas müde. Ich werde mich gleich nochmal hinlegen. Und ich werde vorher nochmal eine Runde duschen gehen. Und dann werde ich mich einmal hinlegen. Das war's mit den unter der Brücke schlafen Übernachtungstag. Tschüss bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin.